Ich wachte auf dem Boden des Flurs auf, als ich plötzlich Kussgeräusche aus dem Zimmer meines Zwillingsbruders Mark hörte. Ich warf einen Blick durch die Tür und hatte den größten Schock meines Lebens. Er küsste nicht seine Freundin oder ein anderes Mädchen, er küsste meinen Freund, um Himmels Willen. Ich war so geschockt, dass ich anfing, aus der Nase zu bluten. Ich stürmte ins Zimmer und schrie, was habe ich falsch gemacht? Magst du meine langen Haare nicht mehr? Liebling, ich... Mark schubste ihn weg und sagte abwehrend, raus aus meinem Zimmer, du kleiner Perversling. Dann rannte er zum Fenster und tat so, als müsste er sich heftig übergeben. Oh, und jetzt bist du schwanger oder was? Halt die Klappe, es ist nicht so, wie du denkst. Mein Freund sprang sofort ohne jegliche Erklärung aus dem Fenster und ließ sich nie wieder blicken. Er war sowieso ein Idiot. Mama stürmte herein und fragte, was passiert sei. Ma, Mark hat meinen Freund geküsst. Berichtigung, ihr blöder Freund schlich in mein Zimmer und küsste mich, verflixt. Es ist nicht meine Schuld, dass sowohl Mädchen als auch Jungs verrückt nach mir sind. Oh mein Gott, du bist nur eifersüchtig, weil ich in fast allem besser bin als du, sogar in Fußball. Das hättest du wohl gerne. Ich bin der Mann im Haus. Ich tue, was ich will, wann ich will. Und ich werde dafür sorgen, dein Leben zu ruinieren. Mama starrte mich an. Hör auf, meinen lieben Jungen zu ärgern. Schwul oder nicht, wenigstens ist sein Zimmer aufgeräumt. Schau, es ist ordentlicher als dein ganzes Leben. Du nutzloses Mädchen, geh und räum dein Zimmer auf. Sofort. Mein Zimmer ist immer sauber. Es ist nur auf eine unordentliche Art und Weise organisiert. Und hast du überhaupt gehört, wie er mir gedroht hat? Gerade eben? Mama plapperte weiter, was mich schläfrig machte, und ich gähnte. Augenblicke später ließ ich mich einfach auf den Boden fallen und schlief ein. Schon wieder. Oh, hallo du. Mein Name ist Trixie. Ich komme von den Philippinen und ich habe eine Krankheit namens Narkolepsie, bei der ich buchstäblich immer und überall einschlafe. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, die Freundin meines Bruders zu stehlen, um mich an ihm zu rächen. Like und abonniert, um meine Geschichte zu hören. Mein nerviger Bruder war nämlich in der gleichen Klasse wie ich und er machte mein Leben mit diesem Zustand noch verrückter. Eines Tages sprach unser Geschichtslehrer darüber, dass unser Land aus 7640 wunderschönen Inseln besteht, als Christian, Marks bester Freund, plötzlich auf die Knie ging und mich fragte, ob ich ihn heiraten wolle. War das ernst gemeint? Oh ja, Christian, ich will. Ich will! Ich will dich heiraten! Plötzlich trat der Lehrer gegen meinen Stuhl und ich war hellwach. Nachsitzen, weil du schon wieder im Unterricht geschlafen hast, Trixie. Ich schaute mich um und sah, dass alle über mich lachten. Sogar Christian. Mein dummer Bruder ärgerte mich. Oh ja, Christian! Ich will dich heiraten! So bekloppt. Oh nein, hatte ich das ernsthaft gesagt? Ich war schon seit Ewigkeiten heimlich in Christian verknallt, aber ich hätte es nie zugegeben, weil er der beste Freund meines blöden Bruders war. Auf dem Weg zum Nachsitzen stieß ich ausgerechnet mit Christian zusammen. Er grinste über beide Ohren, als er mir aufhalf. Also, ich habe aus zuverlässiger Quelle gehört, dass du mich heiraten willst? Es war nur ein Traum. Wie? Igitt, du bist doch gar nicht mein Typ. Mein Herz raste augenblicklich, als er sich näher an mich heranlehnte und anfing, mit meinen Haaren zu spielen. Du bist wirklich süß, weißt du? Aha. Er stupste meine Nase und zwinkerte mir zu, bevor er ging. Oh mein Gott, mein Herz! In diesem Moment gingen Mark und seine Freundin Julia, das schönste Mädchen der Schule, an mir vorbei. Sie schoben mich einfach beiseite und liefen weiter. Ich landete auf dem Boden und schlief sofort ein. Und als ich aufwachte, sahen mich die Mädchen irgendwie anders an. Sabberten die etwa? Ich war noch mehr verwirrt über das, was sie sagten. Oh mein Gott, wer ist das? Der ist sowas von süß. Mach Babys mit mir, neuer Typ. Er kann mein Leben ruinieren und ich werde ihm dankbar dafür sein. Ich ging an einem Spind vorbei, an dem ein Spiegel hing, und schrie aus vollem Halse, als ich merkte, dass jemand meine Haare kurz geschnitten hatte. Ich dachte sofort an Mark. Das musste er gewesen sein. Ich stapfte zu Julia hinüber. Ihre Augen wurden groß, als sie mich sah. Hat er dich geschickt, um mir die Haare zu schneiden? Hä? Wovon redest du? Und wer bist du überhaupt? Du, ich bin Trixie. Sie sah total schockiert aus und ein bisschen hingerissen. Dafür würde Mark büßen. Das ist ein Scherz, oder? Julia lehnte sich näher heran, um mein Gesicht zu inspizieren, und unsere Lippen berührten sich fast. Du siehst noch besser aus als dein Bruder. Mark tauchte auf und sah sehr, sehr eifersüchtig aus. Das brachte mich auf eine Idee für eine perfekte Rache, indem ich ihm seine Freundin klaue. Babe, was machst du da? Ich sagte deiner Schwester gerade, dass sie mit kurzen Haaren noch hässlicher wirkt. Komm schon, Babe, hör auf, deine Zeit mit ihr zu vergeuden. Er schnappte Julia weg und sie schaute mich noch einmal an und schenkte mir ein seltsames Lächeln. Später an diesem Tag suchte ich nach ihr und fand sie beim Fußballtraining, zusammen mit hunderten anderer Mädchen. Sie war überrascht, als ich mich neben sie setzte. Ich versuchte mit ihr zu reden, aber sie ignorierte mich. Warum konnte sie nicht wie die anderen Mädchen sein, die plötzlich verrückt nach mir waren? Mark drehte sich in unsere Richtung. Also grinste ich und flüsterte seiner Freundin irgendeinen Blödsinn ins Ohr, damit es so aussah, als würden wir flirten. Roboterkartoffel. Hä? Ich hatte so Lust, über Julias Gesicht zu lachen.
Das Mädchen sah so verwirrt aus und ich liebte den Blick der Eifersucht auf Max' Gesicht. Minuten später war ich auf der Tribüne eingeschlafen und als ich aufwachte, kickte Christian den Ball und er flog in meine Richtung. Gott sei Dank habe ich ihn sogleich mit einer Hand abgefangen. Alle schauten sehr beeindruckt. Ich war wirklich gut im Fußball. Christian rannte auf mich zu und sagte, das tut mir echt leid, Kumpel. Warte, Trixie? Bist du das? Warum hast du deine schönen Haare geschnitten? Sein enttäuschtes Gesicht brachte mich zum Weinen. Ich vermisste meine langen Haare so sehr. Dadurch wuchs mein Hass auf meinen Bruder noch mehr. Jemand hat sie abgeschnitten, als ich geschlafen habe. Ich wette, es war jemand Unsicheres. Ich sorgte dafür, dass Marc es hörte. Es wird in einem Monat wieder nachwachsen. Keine Sorge. Wie auch immer, der Fang war perfekt. Du solltest unser neuer Torwart werden. Der letzte liegt im Koma, seit er einen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Marc lehnte die Idee sofort ab. Kumpel, hast du sie noch alle? Meine Schwester ist ein Mädchen. Sie würde das Spiel nur versauen. Gib mir eine Chance. Ihr Trainer stimmte zu und im nächsten Moment stand ich schon im Torraum, mit allen Spielern vor mir aufgereiht, bereit, den Ball zu kicken. Sie waren alle fassungslos, als ich sie alle mühelos abfing. Marc sah aus, als wollte er mich umbringen, aber Christian schaute sehr beeindruckt. Oh mein Gott, Trixie, das war so cool! Plötzlich rannten hunderte von Mädchen auf mich zu, die alle aussahen wie hungrige, schwangere Katzen. Oh nein. Ich entschuldigte mich sofort und versteckte mich in der Abstellkammer des Hausmeisters. Ich nahm ein Kopfkissen heraus und schlief sofort ein. Als ich aufwachte, hätte ich fast geschrien, als ich Julias Gesicht aus unmittelbarer Nähe sah. Sie war auf mir drauf. Und sie hatte eine Schere in der Hand. In Panik stieß ich sie weg und sie krachte gegen die Sachen des Hausmeisters und warf alles um, wobei sie viel Lärm machte. Du dummes Mädchen, warum kannst du nicht einfach hässlich sein? Ich hätte schon beim letzten Mal alles abschneiden sollen. Niemand darf hübscher sein als ich. Was? Es war also doch sie und nicht Marc? Was für eine Psychopathin! Sie wollte mir gerade an den Haaren ziehen, als die Tür aufging und ich einem geschockten Christian, einem wütenden Marc und den eifersüchtigen Mädchen dahinter gegenüberstand. Anscheinend sah es so aus, als hätte ich gerade mit Julia geknutscht. Ich schwöre, in diesem Moment wollte ich am liebsten einfach verschwinden. Julia ging sofort hinter Marc her, während ich mit Christian und den anderen Mädchen zurückblieb. Ich wollte es gerade erklären, aber er hielt mich auf. Es ist okay, Trixie, ich verstehe das. Ich wollte ihnen nachlaufen, aber diese wütenden Mädchen versperrten mir den Weg. Konnte dieser Tag noch schlimmer werden? Endlich kam das Fußballfinale und ich stolperte vor Aufregung über etwas. Zu meiner Überraschung hob mich jemand auf und trug mich in den Arm, als hätten wir gerade geheiratet. Christian? Was machst du da? Ich mach doch nur deinen Traum wahr. Ich wurde knallrot, als er mich langsam auf meinen Sitz setzte und sich neben mich setzte. Ich wollte ihm klarmachen, dass ich nicht lesbisch bin. Und dann quetschte sich Marc plötzlich zwischen uns und sie fing an, über Mädchen und Mobile Legends zu reden. Mano, Jungs! Als wir das Stadion erreichten, begann das Spiel sofort und es war intensiv. Die Spieler der Gegnerschule waren wirklich gut. Einer von ihnen kickte den Ball in meine Richtung. Ich war so zuversichtlich, dass ich ihn fangen würde, aber zu meiner Überraschung stolperte ich wieder und verpasste ihn. Ich schaute nach unten und bemerkte, dass ich tatsächlich vergessen hatte, meine Schnürsenkel zu binden. Ich erwischte Marc, wie er mich angrinste. Oh Mann, dieser Idiot war glücklich, dass ich das Spiel vermasselt hatte. Zum Glück war ich in der Lage, den nächsten zu fangen. In der Mitte des Spiels wurde es richtig langweilig, also schlief ich mitten im Torkasten ein. Minuten später wachte ich auf, als mein Bruder Wasser über mich schüttete und meine Mitspieler und alle anderen mich anschrien. Trixie, wach auf! Ich erwachte sofort zum Leben und sah den aktuellen Spielstand. Es war jetzt ein Unentschieden und wir hatten nur noch 10 Sekunden. Als ich aufstand, rannte ein Spieler in meine Richtung und oh Mann, diese Beine waren furchterregend. Alles klar, Trixie, du bist ein Mädchen und du bist cool. Du kannst das stoppen. Er kickte den Ball richtig hart und ich sprang, um ihn zu erreichen und schlug ihn weg. Meine Mannschaftskameraden und das Publikum standen auf und bejubelten unseren Sieg. Christian hob mich hoch und wirbelte mich herum, als wären wir ein verliebtes Paar. Du warst unglaublich. Er wollte mich gerade küssen, als Marc uns unterbrach. Das hast du toll gemacht, Schwesterherz. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Es war das erste Mal, dass er etwas Nettes über mich gesagt hatte. Danke, Bruder. Als wir in der Schule zurückkamen, behandelten mich alle wie einen Helden und die Mädchen überschütteten mich mit Geschenken und Heiratsanträgen. Ich drehte mich zu Christian und warf ihm einen Hilf mir Blick zu, aber er schaute mich nur traurig an. Glaubt er wirklich, dass ich die Aufmerksamkeit dieser Mädchen genoss? Plötzlich fühlte ich mich richtig mutig. Ich griff nach seinem Gesicht und küsste ihn schließlich vor all den Mädchen. Er erwiderte den Kuss und ich hatte Schmetterlinge, die wild in meinem Bauch herumflatterten. Ich suchte nach Marc, aber ich konnte ihn nirgends finden. Ich fragte mich, ob er okay war. Am nächsten Tag ging er nicht zur Schule und ich machte mir Sorgen. Eines Abends beschloss ich, mich in sein Zimmer zu schleichen, um einen weiteren Schock zu bekommen, als ich sah, wie er auf Christians Bild in seiner Brieftasche starrte. Oh mein Gott, ich dachte, er wäre eifersüchtig wegen Julia, aber nein, es war wegen Christian, sein bester Freund und mein Schwarm. Na toll.
Plötzlich sprach er. Ich weiß, dass du da bist, Schwesterherz. Komm und setz dich zu deinem Loserbruder. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Mitleid mit ihm. Ich setzte mich neben ihn und zu meiner Überraschung umarmte er mich und sein Körper bebte, als er weinte. Du bist kein Loser, okay? Wir sind keine Loser. Vergiss das nicht. Christian mag dich wirklich seit dem ersten Tag, weißt du? Pass für mich auf diesen Idioten auf, okay? Ich verspreche es. Die Rivalität zwischen meinem Bruder und mir hatte endlich ein Ende. Und als Bonus wurde ich auch noch Mamas neuer Liebling, als ich endlich mein Zimmer aufräumte.